Und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von 7 Days to Die. Und ja, weiter geht's mit unserem Basisbau. Wir kommen gut voran. Der Anubis ist mit dabei. Grüß dich. Moin Moin. Der Xa. Heyo. Und die Danu. Hi. Ich habe mir gedacht, wir müssten mal gucken, ob wir runterfallen. Ob wir hier von außen quasi auf die Mauer schießen können, wenn dort die Zombies sind. Wir können ja nicht nach unten durchschießen, weil wir diese Metallsachen nicht haben, diese Metallgitter. Aber ich denke, wenn wir hier so kleine Türmchen haben, mehr oder weniger, dann dürfte das hoffentlich gehen. Okay. Jo, Zur Info, wir praktisch. haben so circa 100 Meat Stews, also hungern brauchen wir nicht. Wo hast denn die jetzt hergezaubert? Ich habe das restliche Fleisch jetzt Ach, gekocht. jetzt stimmt, es waren ja 63 Stück, ne? Ja. Genau. Korrekt, sehr gut. Nachdem ich ja alles andere schon anpflanzt habe. So, und während du das machst, mache ich draußen die Spikes, wobei ich jetzt einen extra breiten Eingang für unsere Herren lasse, damit sie nicht dauernd bluten. Nur für einen. Nein, für dich auch. Ich hab nicht geblutet. Aber das Aua hat man gehört. Ja, man darf ja wohl mal Aua sagen. Also damit unsere Mädchen da keine Probleme haben, mache ich einen extra großen Eingang. So. Hallo, ist der Herr im Haus. So. Ist das was Neues? Habe ich irgendwas hier mitbekommen? Ne, glaube nicht. Urs, schon wieder alle Frames weg? Ich brauche noch mehr. Ja, ich weiß. Das Problem kenne ich. Brauchen wir eine ordentliche Menge so. Bisschen schneller weg Für die vier Türmchen. als man glaubt. Wie lange kann man rausbauen, bevor das runterbricht? Weißt du das? Zweieinhalb, also unter Umständen sogar drei, aber danach wird es problematisch. Ich würde es auf jeden Fall vorher schon Lauf. abstürzen. Abstützen, abstürzen, ja klar. Stürzen eben nicht, darum geht's, genau. Ja, du hast ja die Schrägen, die hast ja hier auch immer wieder. Die kannst du bauen. Nein, au, 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 So. au. Dass wir Dings haben, ja. Wenn wir zurück sollen, um Bandagen zu holen, muss das sagen, gell? Ja, es könnte so langsam. War doch gut, dass ich Kotten an Bord habe. Dieser Hab ich Typ muss schwere Langeweile haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So einen kleinen Außenposten. Hier hoch. Wo war der Eingang? Ich glaube, dann ist das ganz gut, wenn man von hier ballert. Ja, doch, hier hat man eine ganz gute Sicht. Dasselbe dann von da drüben. Das in beide Richtungen oder müssten wir es dann hier noch weiter rausbauen? Doch, hier hin. Da müssten wir noch ein Stück raus. Machen wir so. Wird doch hoffentlich gehen. Wenn ich jetzt erstmal nur Frames baue und die danach verstärke, wiegen die dann mehr und fallen runter oder? Kann Wenn du dir sie passieren. verstärkst, wiegen sie mehr und können fallen, ja. Oh, hä? Na, mal schauen. Kann dann Ich nur lass mich bis tolle überraschen. Geschichten erzählen. Wie zum Beispiel unser Garten am Dach. Er wollte das nur verstärken, hat Beton drauf gemacht und zack ist das Dach eingestürzt. Aha.
Da war die Erde drauf und alles. Ach wie, Moment. Also da war ein normales Dach mit Erde drauf und dann wurde Beton aus dem Dach. Und dann wurde das Dach auf einmal... Genau, dann ist das Dach eingestürzt, weil das Gewicht zu viel drauf war. Na, der Beton ist ja nicht gleich trocken. Ach so. Uff. Hätten wir wahrscheinlich stückchenweise ausbessern müssen oder so. Ja, oder halt eine Säule in der Mitte, ja. Ah, ja, du, danach die. Hatten wir sehr viele Säulen. Aber das Dach hat gehalten. Und der Garten oben drauf ist auch blind. Ja, ob Zombies hochkommen können, aber ich glaube eigentlich nicht. Oh. Wir werden sehen. Dauert ja nicht mehr lange bis Tag 35. Leider. Hoffentlich haben die Zombie-Horde mitgekriegt, dass wir die Adresse gewechselt haben. Boah, stell dir mal vor, die rennen unsere Altbasis ein und legen die einfach so schön in Schutt und Asche. Oh, ja, das ist gar nicht gut, die Vorstellung. Wir sitzen da und warten und warten. Wo bleiben sie? Dann sieht man im Hintergrund nur irgendwo so einen Atompilz aufsteigen. Ja. Hätte was, ja? Ja, ganz kurz hätte das mal was. Wäre zwar tot langweilig, aber. So viel zum Thema. Puh. Ja, genau. Wie in Ark Nomad, da hatten wir den Gag jetzt auch letztens. Ich glaube, die Folge kam nur noch nicht, aber ja, nee, so ungefähr könnte das sein. Wo sind eigentlich die Zombies? Puff, im Hintergrund so ein Pilz. Herrlich. Na gut, ja, nehmen wir schauen. Also, wir hätten da so ein... Wir sind umgezogen Schild hinmachen müssen. Ja, Umleitung, bitte hier entlang. Oder so, Umleitung, ja. Oh, dein Wald schaut übrigens schon ganz gut aus. Was sieht gut aus? Dein Wald. Ja. Ach so? Ja, schaut schon ganz nett aus. So, und wir haben hier auch wieder eine schöne große Eisenerne. Wir haben Besuch. Mit denen wirst du doch fertig, oder? Naja, eine Schreierin. Nee, ein Feral. Ein Feral, und zwar, Rückseite vom Haus? Rückseite, ja. Rum. Genau, auf dem Weg. Hängt in den Spikes. Ach, Mann! So eine Magnum, glaube ich. Ja, ist schon hin. Ja. Hat aber nicht lang gelebt. Ja, er hat schon ganz schön gefressen. Fort drauf geschossen. Ja, er hat schon ganz schön gefressen, also so ist nicht. Hat wer noch viel Fiber? 700, ich hab noch 900. Nee, doch, 1000 habe ich ungefähr. Okay. Ja, du wirst das brauchen für die Frames. Nicht so viel, nö, kannst gern was haben. Okay. Wo treibst du dich gerade rum? Wieder drin. Ich ist ja. Ganz hier in den, unter die Registrierkasse in den Pott, okay. Ja? Da haben wir Frames vergessen zum Auffüllen. So. So, wo war ich jetzt am Bauen? Halt! Ich brauch doch was zu essen. Hat unsere Basis eigentlich permanent Jagd auf von der Tür? Ja. Stimmt. Ist ja auch nichts los. Ich weiß, ich rede seit Arc Age. Ach, immer die Leute, die immer die Tür zu haben wollen. Als wären da Zombies draußen, die einen überfallen würden. Mhm. Alles doch. Völlig unmöglich. Oh Mann.
Ja, ich werde auch noch in 20 Spielen davon reden, dass sie die Türe zumachen sollen. Das sind doch die ganze Spannung, wenn die Zombies alle vor der Tür bleiben. Genau. Mhm. Wir wollen auch mal schauen, was wir hier Schönes gebaut haben und so. Du, ich kann auch ein Loch in die Mauer machen, wenn es da zu spannungslos ist. Nee, das sähe ja wieder nicht schön aus. Ja doch, ich kann so einen Torbogen reinmachen. Das ist einladend und... Ja, eine geschlossene Tür ist für die doch auch einladend. Stimmt. Ja, aber dann müssen sie erst anklopfen. Ja, aber sie probieren sie regelmäßig. Na jo, musst du gucken, ob wer zu Hause ist. Hm. Ja, den Armen langweilig, wenn die Türen offen werden, das stimmt auch wieder. Eben. Also wir wollen es ja für die Zombies jetzt auch nicht zu langweilig machen, oder? Stell dir vor, für die ist dann so langweilig, dass gar nicht mehr scheinen. Naja, ne, muss sagen, ist ja, kein, so, ja keine Anstrengung mehr. Also es muss schon eine Herausforderung für beide Seiten sein. Was machst du gerade? Löcher. Ach, du machst Löcher. Ich dachte mir, hey, Loch. Ja, noch mal was. Okay. Wenn du dieses Loch nachher wieder schließt, ist alles okay. Ja, ich habe da ganz professionell einen Frame-Rekord jetzt reingesetzt. Eieiei. Ich hoffe, dir ist aufgefallen, wie weit ich schon bin mit den Spikes. Nö. Ich bin hier sehr fixiert oder sehr, wie soll ich das sagen, sehr beschäftigt damit, diese Wachtürmchen zu bauen, mehr oder weniger. Kondensiert auf diese Wachtürmchen. Der ist höchst kondensiert. Das, bin mal gespannt, wann die ersten Wachtürme einstürzen, während wir da oben drauf stehen. Naja, also wenn ich an den im Eisgebiet denke. Den haben wir zum Einsturz gebracht. Oh Mann. Naja, aber das könnte sich ja wiederholen. Oh ja. Ich will einen ärgernden Turm. Bauen wir dir einen ganz weit draußen. Hallo, Privato. Ich stell mich einfach auf meinen eigenen. So. Ich überlege, ob ich die. Naja, gut, wir machen da ja ordentlich Spikes außenrum. Das wird schon sicher sein. Bestimmt. Ganz bestimmt. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit den Spikes fertig werde vorher. Ich glaube eher nicht. Ein schöner angelegter Wald. Hm. Echt so cool, kann aus. Ich da nichts bauen? Ist nur was grün wenigstens mal hier. Wir müssen alles begrünen. Ringsum alles grün machen. Grün, grün, grün. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so wie es jetzt ausschaut, geht es ja mal gar nicht. Und eines Morgens ist die ganze Wiese voller Handtücher und darauf sollen sich die Zombies, genau. Das ist okay. Machen wir es leichter beim Abballern. Ihr seid auch kein Stück kreativ. Kreativ? Wozu? Naja, ganz einfach. Wenn sich die da sonnen, kann man daraus einen Laden machen. Ja? Jetzt neu, Gammeleis für Zombies. Solarium, das Zombie-Solarium. Genau. Sag mal, wer hat die Mauern verstärkt? Welche? Unschuldig. Die Außenmauern.
Könnte derjenige sich jetzt bitte in Grund und Boden schieben? Das war jetzt schon der vierte Frame, den ich nachbessere außen. Weil einfach nur noch ein Frame drinnen hockt. Der unmögliche Xar. Keiner drauf gehämmert hat. Oh Mann, mein Sohn hat Stimmung. Wenigstens einer, der hier Spaß hat, während alle anderen arbeiten. Ja du, das ist ja nur, weil er nicht mit uns spielt. Soll sich was schämen. Kann er nur Spaß haben mitten in der Zombie-Apokalypse. Motto umgeflogen, sorry. Zombie-Leute. Die dreht total am Rad hier und fliegt mich gerade. Oh Mann, ja. Sitzt du hier, willst hämmern, kämpfst gegen Zombie, da haut dir auf einmal eine Motte gegen den Kopf. Das ist dann auch so eine Situation, wo du irgendwie kurz zusammenzuckst. Kuya hat Zombie-Motten. Ja, hast du etwa schon wieder das Fenster offen? Ich hatte das Sprachzentrum. Das Sprachzentrum hat er offen. Also da kommen Motten rein. Jetzt mindestens die 11. Folge. Ich glaube sogar, wenn ich nochmal durchziehen würde, die 12. oder so, was ich heute aufnehme. Da darf dann auch das Sprachzentrum am Arsch sein. Ich hatte das Zensterpfeffen. Zensterpfeffen in der Zeugenpfaufe. In der Folgenpause meinte er. Nur als Übersetzung für deine Zuschauer. Oh Mann. Und sitzt ab und zu auch in deiner Muffel, ne? Ach, in meiner Muffel? Mhm. Also wenn die Muffel, dann. Hast du eine Muffel. Oh Mann. Soll ich hier weiter die Spikes einreisen oder was ist das, wie ich dir am besten kannst du machen, ja. Gibt's hier oben noch irgendwie was zu tun oder so? Ja. Wir bräuchten Cobblestone, wir bräuchten Metall. Cobblestone erstmal weniger, wir doch bräuchten Spikes. Ich verstärke doch da unten immer gleich den Boden, so, damit sich die nicht durchbomben. So, Cobblestone kann ich machen. Wäre super. Weil sonst brauchen wir dann nur einen Polizisten, der sich in die Luft sprengt oder zwei und schon kommen die dann unter der Mauer durch. Hm. Wei, das wird, Also. Hast du noch Flames, Koja? Nein, aber ich kann welche bauen. Genau, dann bau welche. Du kannst das nicht noch setzen und buddeln und... Ich glaube, Tag 35 wird uns zu früh kommen, wenn wir nicht jetzt alle rausgehen und an den Spikes arbeiten. Und mit alle meine ich auch du, Anubis. Ja, ich bin dabei. Da. Wo habe ich die Frames? Ja. Achso, noch brauche ich gar keine. Dann sag mir, wenn ich Frames setzen soll, wenn du keine mehr hast. Kannst du jetzt schon, weil dann mache ich hauptsächlich einmal die Spikes. Muss ich auch gleich wieder bauen. Mhm. Ich habe im Moment halt alles mitgehabt, weil ja, ich habe es alleine gemacht bisher. Naja, gut, war ja auch jeder irgendwo beschäftigt. Sofort bei euch. Ich glaube, die Türmchen waren auch nicht ganz unwichtig. Nee, klar. So, ich baue mal Spikes. Wie viele kann ich? Oh, zwei. Okay, ich muss mal Holz holen. Mit zwei Spikes komme ich nicht weit. Hast du noch? Holz habe ich auch nur noch vier. Ja, dann hole ich. Wow, die Türe ist zu, habt ihr das gesehen? Jo, ich bin auch als letztes raus. Streber. Ekelhaft, echt. Sehr ekelhaft. Ah, ja. Ich glaube, wir müssten hier so ein Kästchen aufstellen. Für jedes Mal Türe offen lassen, muss man Geld reinwerfen. Ich sollte ein Kuja das finanzieren. Ich wollte gerade sagen, also da muss ich auch noch ein paar Abonnenten kriegen, du. Aber auf der anderen Seite wird uns alle, eigentlich könnte uns jede Woche zum 8-Sterne-Menü einladen.
Ja, nein. Die Türen sind doch da, um so aufzumachen. Okay. Genau. Eigentlich müsste es auch. Ansonsten wäre es eine Wand. Selbst, das heißt, bei dir zu Hause ist auch immer die Haustüre unten offen, oder was? Ja, Haustür jetzt, also das ist jetzt. Ja, okay, ich brauche mal. Ja, bitte? Ja, was? Ja, was anderes, das ist ja. Das hier ist auch eine Haustüre, oder? Das ist eine Mauertür. Aha, und die ist bei dir immer offen. Die ist sogar wirklich offen. Okay. Die ist offen, ja. Also ihr braucht in Hessen nur ein Grundstück suchen, wo die Haustüre immer, also die Gartentüre die Haustüre immer. Ist zu. Es geht rein um die rein um die Grundstücksmäuerchen. Da ist dann so ein kleines Törchen, was dann eben zu dem Weg zur Haustür führt. Und da bist ist du zu immer, voll, dass immer. Ja, das also das ne. Achso, mir fehlt Holz. Gar nicht mit Metall, okay. Stimmt ja, die erste Ausbaustufe ist ja auch mit Holz. Das Holz holen wir so jetzt da. Und den großen dann noch. Dann haben wir wieder Holz. Schneller! Da geht er nicht. Ich bin doch kein Abbohrer. Nicht? Sieht doch fast so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Schaufel bildet eine rotierende Scheibe. Genau. Xada, musst du die bessere Skills anschaffen. Sehr sicherlich lustig aus, wenn dann hinten so der Dreck hochfliegt. Oh ja. Da kommt keine Schneefresse hinterher. Ich brauch Cobblestone. Steine und Clay gibt's genug. Oh Mann, baut außer mir noch irgendwas Bikes? Nö, nee. Ich bin hier mit Schaufeln und Auskoppeln beschäftigt. Ich koppel auch aus und reise ab. Mhm. Ja, mein Loch habe ich ein paar, also von daher. Wir können ja auch welche bauen, so ist es ja nicht, also. Ja, die bauen sich so langsam, das ist das Problem. Ja, dann brauche ich nur Metall, aber das haben wir hier draußen nicht. Weiß nicht, Anubis ist nee, für die Spikes brauchst du nur Holz. Noch ein bisschen. Für die Spikes brauche ich nur Holz, habe ich auch nicht. Was soll ich produzieren? Spikes. Bau mal 70 Spikes oder so. Also die großen Spikes. Klar. Holz müsste noch genug da sein. Ja, da ist noch voll mittlerweile mit. Aber ein bisschen nachgelassen. Naja, weil ich jetzt auch 100 in Auftrag habe. Und die kosten jedes Mal 30 Stück so ein. No, ich Spike. Weiß. Aber Kujas Wald da vorne ist ja am Wachsen. Ich denke, den kann man auch schon fällen, da kommt auch schon ein bisschen was raus, ne? Aber noch keine Samen, glaube ich. Achso, ja. Da ist eine Schneierin. Was? Wo? Ich Schreierin ist kopflos, aber da kommt ein Feral. Und zwar zu den nicht fertigen Spikes. Ah, und hier ist ein Spucker. Egal, wir haben hier einen Feral, das ist das Problem. Okay, der ist tot. Gott. Solltest du? Hui. Hui klingt gut. Hui ist immer super. Eine Military Leg Armor. Hui. Achten die schön aus. Wahrscheinlich viel mehr Armor als die Eisen, oder? Und wahrscheinlich nicht so. Naja, gut. Sie gibt bis 6 Wärme. Also nicht unbedingt was für hier. Okay. Sag mal, was die so an Puncture-Werten hat. Dann kann man. Oder vergleich's mal mit deiner. Weg. Kann man
war die irgendwie direkt vergleichen? Nee, musst du immer ausziehen, neu anziehen und dann vergleichen. Oder beide ins Inventar und nebeneinander. So was, da ist schon ins Bett beschädigt. Nö, nee, also da sind die Iron Teile deutlich besser. Echt? Das einzige, was die mehr haben, ist Waterproof. Ach ja. Aber das ist ja, naja, eher nebensächlich. Ja, lustig. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre die beste Rüstung. Hätte ich doch mal gesagt, weil die ist echt ziemlich selten. Was hast du denn für einen Wert? Also, wie ist es ein 600? 600? Und dann ist sie schlechter. Yep. Guck mal, was ich euch für gute Rüstung gebaut habe. Ja, ja, das wissen wir. So, wir schaffen das. Wir schaffen das. Sagt ja auch unsere Bundeskanzlerin, also schaffen wir das. Nein. Wer hört denn nochmal auf die Frau? Wir schaffen das. So. Loch. So. Stress hier. Vorne abreißen, hinten nachbauen. Oh, ich habe kein Metall mehr. Oder? Ne, Holz fehlt mir schon wieder. Da drüben ist ein Baum. Ich habe keine Frames mehr. Ich brauche auch Holz. Hey, Moment, bin gleich wieder da. Und da hinten sind noch ein paar Bäume. Wir laufen gerade zum selben Baum. Ja, egal, ich nehme den nächsten. Hey, ich hänge. Ah ja, Wo sind denn deine Stützpfeile, die verbessert werden müssen? Stützpfeile? Alles schon fertig. Von deinem Haus. Achso, das sind die rausgucken, die roten Säulen. Das sind so rote, runde Säulen. Muss man außen rumlaufen. Jo. Ich werde mich mal drum kümmern. Sehr schön. Aber ihr könnt euch jetzt mal einen klingelnden Wecker vorstellen. Ja. Mir ging auch gerade, meine Augen sind auch gerade zur Uhrzeit gewandert, ja. Ist schon wieder soweit. Leider. Und längst. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's scharf auf Tag 35 zu. Wir werden so sterben. Also ich glaube... Bis jetzt sieht es halt auch schon ganz gut aus. Meinst du? Also ich habe schwere Bedenken, aber ich bin gespannt. Ich lasse mich da gern positiv überraschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ciao.